Grüß Gott, liebe Freunde, zu Let's Play Star Ocean. Heute mal ein bisschen anders. Ich habe mir überlegt, dass ich die PSP-Version in das Let's Play mit integriere, damit wir einfach mal auch die grafischen und gameplay-technischen Änderungen im Remake uns quasi mal ansehen. Wie man sieht, bin ich storytechnisch genauso weit wie aktuell im Let's Play. Das heißt, ich habe alle vier Embleme, die ich brauche. Und bin leveltechnisch, glaube ich, sogar ein bisschen besser. Und was ich dazu sagen muss, ist, dass die gute Mavel, ja, die gute Mavel ist eine der wohl besten Charaktere im Spiel. Ich weiß nicht, warum ich das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unterschätzt habe. Weil sie einfach eine der, oder einige der besten Zauber hat, die, beziehungsweise das heißt der besten Zauber, der stärksten Zauber, sagen wir es mal so. Ansonsten sieht meine Gruppe relativ ausgeglichen aus. Roddick, Millie, Sias und Mavel. Und mit diesen vieren, werden wir die Story jetzt ein bisschen fortführen. Denn, wie gesagt, der Plan war ja, dass wir alle vier Embleme aus jedem Königreich sammeln, damit wir uns Zutritt zur Welt der Dämonen beschaffen. Jetzt hoffe ich, dass ich hier auch richtig bin. Ich bin in Van Castle und möchte mich ein bisschen mit dem König unterhalten. Ach nee, Quatsch. Blödsinn. Ich muss nicht nach Van Castle, sondern ich muss in Richtung, ich muss in Richtung Purgatorium. Ich Fregeldengel, Alter. Okay, das werden wir ein bisschen beschleunigen hier. Ja, grafisch tut sich das Remake sehr an seinem Nachfolger Star Ocean 2 orientieren. Was ich gut finde. Ich finde den Grafikstil ziemlich klasse eigentlich. Und dadurch, dass das Spiel englische Sprachausgabe hat, ist es natürlich dementsprechend nochmal vielleicht ein bisschen interessanter für den einen oder anderen. Okay, ich muss als erstes irgendeinen Hafen finden, denn ich hab das Spiel seit, glaube ich, jetzt 3 Monaten nicht mehr aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich mache, wo ich bin und warum ich eigentlich bin. Auf jeden Fall habe ich einiges an Level-Grinding getan, was man vielleicht sehen kann. Was auch ganz wichtig ist, wenn ich das mal so sagen darf. So, das ist auch keine Hafenstadt, wie es aussieht. Das heißt, hier werden wir auch mal ganz entspannt vorbeilatschen. Das einzig Nervige an Star Ocean, was mich tatsächlich jetzt im Moment noch ein bisschen stört, wenn ich ehrlich bin, ist, dass es keinen Warp-Spell gibt. Man muss überall hin latschen und dann muss man sich merken, wo was ist und lästig. So, wir sind in, keine Ahnung, wo ich bin. Ist ja aber auch erstmal nicht weiter dramatisch. Ich möchte nämlich mit dem Schiff nach Trop, glaube ich. Möchte ich nach Trop? Ich glaube schon. So, und von Trop möchte ich jetzt nämlich Richtung Astral. Und von dort müssen wir dann quasi zum Purgatorium, oder wie es im Original hieß, der Parched Temple. Da müssen wir jetzt wieder hin, liebe Freunde. Denn wir möchten uns mit den vier Emblemen Zutritt verschaffen zum Reich der Dämonen. Okay, wir werden das alles hier mal ein bisschen skippen. Wir werden mir ein bisschen fast forwarden. Denn wir können es ja. Jawohl, das sieht schon mal alles sehr gut aus. So, vollgeheilt bin ich und es geht weiter. Jetzt muss ich den ganzen Dungeon natürlich in der Hinsicht wieder durchlatschen, um zur Heiligen Kammer zu kommen, soweit ich mich noch erinnere. Dammit! Damit wir dort storytechnisch ein bisschen weiter fortfahren. Allerdings möchte ich ganz gerne den Hintereingang benutzen. Wundervoll. Ja, ansonsten, was bleibt mir zu sagen? Ach du meine Güte, ich muss den Scheiß wieder durchlatschen hier. Die Teleporter-Blob-Hölle. Okay, das hätten wir. Ja, ich glaube, dass ich hier rein muss. Ja, okay. So, jetzt werde ich mal versuchen, den Blauen hier zu tackeln. Komm her! Wonderful! Ja, sehr gut. Das hat doch eigentlich ganz gut geklappt bis jetzt. Bis jetzt, genau. Nein, Rot ist nicht das, was ich wollte. Ich glaube, Blau.
Dann nochmal blau. Nein, dann grün. Das ist nicht richtig. Nein, 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 nein. Okay, ich brauche gelb. Boah, ist das lästig, Alter. Komm her. Fuck. Komm her, Alter. Fuck you. Okay, am besten ist es, glaube ich, wenn ich hier in der Ecke... Wo bringt mich der Gelbe hin? Zum Ausgang. Danke. Danke für nichts. Komm her. Jawohl. So, jetzt muss ich, glaube ich, nochmal gelb und nochmal gelb und falsches Gelb. Damn it. Darren. Ich glaube hier. Ja. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir sollten gleich bei der Kammer ankommen. Haha. Jawohl. Also ist grafisch natürlich ein wahnsinnig hübsch geworden, das Remake, muss man einfach sagen. Again. I told you never to return. We have word from the King of Van that the Eye of Truth is in here. We bring you these emblems as proof of our intentions. Well, well. A successor to Muad's destiny has finally made itself known. Destiny? Please come with us. What? What the? Where are we? This is definitely not the work of an underdeveloped planet. Huh. Liebe Freunde, wir sind im inneren Heiligtum des Purgatoriums. Und damit in unserem... Oh, okay. Und damit in unserem nächsten Dungeon. So, was haben wir hier? Wir gucken jetzt mal, was die Gegner auf dem Kasten haben. Ich habe ein bisschen vorgespielt, damit ich nicht ganz so blöd dastehe. Och, das sieht ja eigentlich ganz gut aus hier. 4000 EXP, Alter. Das ist nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie sieht's denn eigentlich aus hier mit Item. Okay, ich hab... Aber noch Platz, oder? Naja, ich habe mehr als genug Platz. Ich konnte den Scheiß nur nicht einsammeln, den ich hier bekommt hätte. Mandrake erhalten. Oh, diese Gegner. Holy. Okay. Das Gefährliche an diesen Gegnern ist eigentlich, dass sie sehr stark sein können. Deswegen sollten wir sie auf jeden Fall aus dem Leben prügeln. Oh, das hat sehr gut funktioniert, tatsächlich. Ich erinnere mich an diese Viecher noch aus dem zweiten Teil. Da gab es auch diese gleichen Viecher. Allerdings erst relativ spät zum... Ja, gegen Spielende kann man sagen. Okay, ich glaube, das war's mit neuen Gegnern. Das heißt, wir werden jetzt einfach Rufklatsche hier. Jawohl. Und kriegen Level über Level. Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an diesen Dungeon. Er ist etwas merkwürdig, sagen wir es mal so. Okay, das hat gut funktioniert. Speichern, das werden wir auch gleich mal tun. Vielleicht werde ich... Oh, Millie, thank you. Vielleicht werde ich auch die Chance nutzen und hier gleich oder bald ein bisschen grinden. Okay, komme ich überall nicht rein, wie es aussieht. Was ist mit euch kaputt, Alter? Yeah. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich die Kämpfe überspringe, aber was ist das? Pull the switch. Okay. Wir drücken einfach mal alle drei. Das hat das irgendwas gebracht jetzt? Naja gut, stark sind die Gegner ja nicht gerade. Ja, das hat das gebracht, dass die Tür zu ist. Fuck. Okay, dann bolzen wir uns hier mal weiter durch. Jawohl. Pull the switch. Okay. Dann lasse ich nur mal den einen gedrückt, würde ich sagen. Warum kommen diese Viecher eigentlich immer in einen Hinterhalt, Alter? Und ganz wichtig ist zu diesem Zeitpunkt des Spiels auf jeden Fall, dass dass Millie Fairy heilen kann. Das ist das A und O, glaube ich. Okay, hier ist blau, hier kommen wir auch nicht weiter. Okay, diese Viecher hauen ganz schön rein. Sires ist relativ am Abnippeln hier. Ja, yeah, okay. Da. Gut, dann gucken wir uns mal hier unten um. Oh, eine Schatzkiste, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Fuck you, Alter. Fickt euch alle ins Gesicht, Alter. Bamsen. Millie Level Up, nice. Was haben wir hier? Sour Syrup, okay. Spell Heal. Okay. Habe ich noch Blackberries? Ich habe Blackberries. Ich habe anscheinend eingekauft, wie es aussieht.
Ich glaube, ich werde vielleicht die Chance sogar nutzen und hier ein bisschen Level-Grinding betreiben. Weil das, was jetzt bald kommt, ist nicht sonderlich toll. Sagen wir es mal so. Wir sind auch tatsächlich relativ nah am Ende des Spieles. Also, was heißt relativ nah? Es gibt schon noch einiges zu tun. Fuck you, Alter. Es gibt schon noch einiges zu tun in diesem Spiel, vor allem auch optionale Geschichten. Ein Fragezeichen-Item. Was können wir hier tun? Einen Schalter drücken. Den werde ich doch definitiv gleich mal missbrauchen. Okay, aber da drüben ist noch ein Schalter. Das heißt, ich muss wahrscheinlich den gleichen Schalter nochmal betätigen. Ja, komm, fickt euch. So, weg mit euch. So, jetzt gehen wir mal hier nach oben. Oh, diese Zufallskämpfe, Alter. Das ist relativ nervig, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, hier ist eine blaue Tür, komme ich auch nicht weiter. So, jetzt gucken wir mal. Auf dem Weg nach draußen habe ich nämlich... Hallo? Hallo? Ach ja. Nein! Oh, okay, das war ziemlich dumm von mir. Continue. Ich habe zum Glück hier drin gespeichert. Okay. Was ich auf jeden Fall machen wollte, ist... Ich habe nämlich etwas entdeckt auf meinem Weg zurück. Was ich allerdings... glaube ich jetzt nochmal machen muss, weil... warum habe ich denn den Scheißdreck, Alter? Warum habe ich den Scheißdreck denn jetzt beendet, anstatt fortzusetzen, ey? Was ist denn los mit mir? Okay. Ja, die Kämpfe sind nach wie vor relativ unspektakulär, auch wenn sie hübsch aussehen. Achso, das konnte ich nicht aufnehmen. Ja, okay. Sollte ich vielleicht mal anfangen zu... schätzen zu lassen, diese ganzen Sachen. Ja, man kann die gute, wie hieß sie, Mervel, eigentlich als Angriffscharakterin, als physikalischen Kämpfer kann man sie eigentlich klassifizieren. Ja, genau, dieser Angriff. Ja, dieser Angriff ist die Hölle. Doch zum Glück gibt's Fairy Healing. Denn sie greift quasi mit magischen Orbs an, die allerdings als physischer Angriff zählen. Deswegen ist es wichtig, dass wir ihre physische Angriffskraft dementsprechend hochhalten. Darf ich auch nochmal was machen? Oh, diese Gegner sind lästig, Alter. Diese Gegner sind einfach lästig. So, jetzt gehen wir mal nämlich hier entlang. Was haben wir hier? Flaring. Oh. Schütz vor Feuer. Naja, okay. Brauchen wir im Moment ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir diese ganzen... Oh, ja, das meine ich. Diese Gegner sind einfach nur lästig, Alter. Sie haben viel zu viele Lebenspunkte, sind viel zu lästig und die Kämpfe sind eigentlich auch schon lästig an sich, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Aber das ist halt der Nachteil an Zufallskämpfen. Auch diese beiden Viecher. Die sollten wir definitiv als erstes aus dem Leben boxen. Ja, eigentlich kein Problem, wenn wir sie eine nach dem anderen aus dem Leben fetzen. Jawohl, sehr schön. So, jetzt gehen wir mal hier durch, denn hier können wir was tun. Intruder Alert! Intruder Alert! Proceeding with extermination. Repeat, proceeding with extermination. Okay. Bedrohlich? Fragezeichen? Nein. This is horrible. Es ist auch kein Boss, es ist einfach nur wieder ein Hinterhalt. Roddick, wohin? Nee, egal. What was that? Judging by all the protection, there must be something awfully important in this room. Well, let's take a look around. Maybe we can find something. Und ob wir was finden werden. Nämlich die Red Card. Die brauchen wir. Damit wir besagte rote Türen öffnen können. Was ziemlich gut ist.
This looks like a security card. What's a security card? It's like a key, Roddick. But why would we find one of these on Roke? Yeah. A red card. I bet we can use it to open that red door we saw earlier. Oh, right. The door we couldn't open earlier. Is that the only door this will open? Yeah, probably. Let's go back to that red door. We ought to be able to get through it now. Right. Let's go. Let's go. Let's do this. Let's fuck this up. Ja, wir können sie öffnen. Sehr schön. Und dürfen gleich mal wieder kämpfen hier. Ach ja, war schön. Okay, den Kampf werde ich jetzt mal ein bisschen, weil lästig. Und wir kriegen, zwei Schatzkisten mit einem Aquaring und einem Fragezeichen Mineral. So, macht aber gar nichts, denn wir wissen jetzt, wie wir weiterkommen. So, Roddick Level Up, sehr schön. So, jetzt können wir nämlich auch hier rein und wir kriegen, noch mehr Schatzkisten. Noch ein Fragezeichen Mineral und einen Air Slicer. Ich glaube, der ist tatsächlich nicht schlecht. Oh ja. Den werde ich definitiv ausrüsten. Ja. Macht jetzt vielleicht gegen diese Viecher nicht unbedingt mehr Schaden, aber ist gut, ist gut, ist gut. So, weg mit euch. So, dann sollte ich auf jeden Fall mal Blackberries einsetzen hier für die gute Millie. Was haben wir hier drin? Aberlest. Ich glaube, Aberlest ist ja eine etwas schlechtere Armbrust für den guten Ronix. Naja, gut, die Gegner sind mittlerweile kein Problem mehr, würde ich sagen. So, wir laufen dann den ganzen Weg wieder zurück. Können nun nicht. Ja, okay. Das war jetzt nicht sehr gut. Oh, ich habe das Gefühl, ich mache gegen diese Viecher mehr Schaden. Sind die anfällig gegen Wind? Das wäre natürlich ziemlich nice. Ach, diese Kämpfe sind einfach lästig in diesem Spiel. Das muss man einfach dazu sagen. Okay, im zweiten Teil ist es nicht allzu viel anders. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, Random Encounters sind immer schlecht. Nee, ich mache tatsächlich nicht mehr viel Schaden. Ich mache eigentlich eher weniger Schaden, wenn ich das mal so sagen darf. Also ist die Waffe eigentlich, ja, wie soll ich sagen, unbrauchbar für den Moment zumindest. Aber, liebe Freunde, die ultimative Waffe kriegen wir ja erst noch. So, was haben wir hier drin? Mist Insignia. Okay, was macht die? Nebel Insignia. Erhöht die Weisheit des Trägers. Das wäre tatsächlich was für die gute Millie. Man kann nie weise genug sein als Magierin. Jawohl, Fairy Hail. Bam, weg mit euch. So. Ich glaube, hier können wir noch nicht rein. Hier könnte ich tatsächlich nochmal speichern. Jawohl. Ja, mhm. Na, weg mit euch. So, dann gehen wir mal nach hier lang. Ach ja, ja, genau. Okay, jetzt können wir nämlich hier diese Schalter betätigen, glaube ich, hoffe ich. Zack, zack und zack. Jetzt schließt sich nämlich die Tür. Das ist uns aber jetzt im Moment eigentlich relativ Latte, denn wir können sie ja öffnen. Hehe, und damit sind diese Türen geöffnet. Und wir kriegen wieder den Intruder Alert. Ja, yeah, proceeding with extermination. Ja, das kennen wir mittlerweile schon. Okay. Diese Hinterhalte sind relativ lästig, wenn ich das mal so sagen darf. Aber kein Problem für uns. Was haben wir hier? Hier müsste dann wahrscheinlich die Blue Card drinstecken. Sehr nice. Very, very nice. Dann haben wir die auch schon mal eingesackt. Wir können die benutzen, um die blauen Türen zu öffnen, nicht wahr? Ja. Es soll die Türen geben, die wir noch nicht geöffnet haben. Das macht Sinn, Ronix. Das macht Sinn. Deswegen haben wir sie bekommen. Nochmal ein Fragezeichen Mineral und einen sauren Sirup. Okay. Okay. I will take it.
fuckt doch alle richtig ab. Alla Baba. So, da geht es nämlich weiter runter, wie ich gerade gesehen habe. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, auch wenn es erst 10 Minuten her ist, was hier unten nochmal war. Ich glaube, da war nur... Da war eine Sackgasse, glaube ich. Hier war ein Sauersirup drin. Okay, das heißt, wir gehen jetzt nochmal wieder nach oben. Erste Male. Und öffnen diese Türe. Bäm. Mit einem Gang. Wer hätte es gedacht? Und Schalter. Ha, das ist natürlich sehr nice. Den werden wir, denke ich, gleich mal aktivieren, würde ich sagen. Bäm. So, dann hätten wir das nämlich auch schon mal. Was mich wahrscheinlich dazu bringen wird, dass ich auf der anderen Seite weiterkomme. Oh, diese Kämpfe, Alter. Diese Kämpfe sind echt ziemlich lästig, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wir kriegen ordentlich Level-Ups. Das ist natürlich wieder der Vorteil an dem Ganzen hier. Jetzt war eine Box wieder ausgegangen. Ich höre wieder nichts. Moment. Ah, lästig. So. Okay, sehr schön. So, jetzt gehen wir mal diesen Weg entlang. Da ist eine blaue Tür, die wir öffnen können. Sehr schön. Die Gegner sind ja mittlerweile kein Ding mehr. Bäm. Dann eine Schatzkiste. Mit einem Ring of Lunacy. Hm, was kann der? Uns verrückt machen, wie es aussieht. Ring of Lunacy. Okay, der hilft uns, glaube ich, uns wieder schneller vom Daze-Zustand zu erholen. Also wenn wir quasi umhertaumeln. Wenn mich das... wenn es mich nicht irrt. Ja, okay, jetzt hau mal ab, Alter. Ich habe echt keinen Nerv für euch Gegner jetzt hier. Ihr seid nämlich lästig wie Hölle, Alter. So, hier ist eine Schatzkiste mit einem Fragezeichen-Item. Ah, seht ihr da links? Das ist der Schalter, den wir gerade aktiviert haben. Das heißt, wir dürften... Warum kann ich jetzt nicht... Ach, angreifen? So, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch... weiterlatschen. Yep, wir kommen weiter runter. Sehr schön. Das heißt, wir sind wahrscheinlich gleich am Ende angekommen. Was haben wir? Angel-Statuette. Was kann die Angel-Statuette? Gucken wir mal. Okay, scheint wohl ein Item zu sein. Oh, 30% HP-Heilung für alle Partymitglieder. Das ist super. Something's been engraved on it. Oh, here, I can read this. Arrange the royal emblems of tradition on the land. Thy choice of arrangement shall reveal the key to opening the door. Aha. Now what could that mean? The royal emblems of tradition. They must be talking about these things, right? The emblems of the four kings? Right. Ihr seid echt Blitzmerker. Allerdings werde ich vorher erstmal speichern, würde ich sagen. Denn es folgt ein kleines Rätsel. Nicht sonderlich schwer, aber es ist ein Rätsel. Hmm. This must be the console we use to open the door. Let's try placing the emblems there. Please choose the correct emblem for each description. Show me the emblem passed down in the land of searing heat. Okay. Das Land der sengenden Hitze, das dürfte tatsächlich astral sein. Show me the emblem passed down in the land of the falling leaves. Falling leaves ist definitiv Wahn. Show me the emblem passed down in the land of the frozen wastes. Das ist eindeutig Silverland. Und das dürfte Mua sein. It's open. How are the four emblems connected to the old race? We're certainly not going to find out just standing here. Let's go inside. Yeah. Yeah, you're right. Maybe we'll find an explanation for this inside. Okay, ihr könnt automatisch reinlaufen, habe ich kein Problem mit. Hallo Chica. What is that?
A holograph. Hey, look. It's a map of the Earth. But why is there a huge island in the middle of the Pacific Ocean? Atlantis? That definitely shouldn't be there. Or should it? If you believe the old stories, there really was an island there once. The lost continent of Mu. Okay, Mu kann's natürlich auch sein. But even if that was true, what's a map of Earth doing in here? Look! Someone's there! We pray that you have come seeking the Eye of Truth with only the purest of intentions. It is an extremely dangerous relic if left unguarded. We also pray that you have the strength to atone for the horrible mistake we made. Doch was das für ein horrible mistake ist, was die Ahnen gemacht haben, werden wir ab dem nächsten Part herausfinden bei Let's Play Star Ocean 1. Bis dann, ciao.